Was soll ich sagen? Ich sitze im Auto von Christian. Christian sitzt vor mir. Nicht auf der Motorhaube, aber. Im ADAC. Wagen vorne. Und ja, es ist 3:30 in der Nacht. Wir haben schön gerade eben beim Luftdruck auffüllen, das ist so eine Katastrophenaktion, der Kühler kaputt und dann irgendwann losgekommen. Und dann nochmal, oh, Reifendruck nochmal kontrollieren und Ventildeckel saß fest und dann hat Christian gemeint, der nimmt mal die Zange raus. Schön die Rohrzange angesetzt und ja, Ventil abgerissen. Ja? Schön Stiftchen freigelegt, schön Luft verloren. Einzig Gute ist, an der Tankstelle hier ist 1,72, der Diesel hier gerade eben. Das ist aber auch die einzige gute Nachricht. Christian hat auch nichts Besseres zu tun, als hier erstmal mal der Werkstatt hinzupissen. Roger! Jetzt geht's ab. Neues Ventil drauf. Gar nichts ab. So, das ist das ganz kleine Problemkind hier. Da hat man es abgerissen. Der Spezialist. Schatz. Fährst du wieder, oder? Ja. So, ab geht er. Ja? 30,3 Kilo. Merkt ihr die Zahl, Alter? Das ist die Zahl zum Glück. Da oben liegt noch der Schnee in den Bergen. Guck dir das an. Da ist er. Ach, herrlich. Kleine Zusammenfassung, die ersten drei Nächte, also ich habe eigentlich, die erste Nacht war, ging so vom Angeln her, weil ich ja im Dunkeln erst die Ruten gelegt habe und. Jetzt waren aber zwei Nächte, die ich echt vernünftig angeln konnte und da hat sich leider gar nichts an den Ruten bemerkbar gemacht, obwohl ich auch einen Karpfen habe rumschwimmen sehen, Hechte, Zander, fetten Barsch.
Aber es war nichts. Und der Wind ist eiskalt. Also wir haben halt nachts Minusgrade und dazu einen starken Wind. Und ich habe eins gelernt in der Vergangenheit. Ich hatte eigentlich meine beste Session in meines Lebens mit dem Grundsatz, dass man im Februar, auch im März, raus aus dem Wind muss. Also es sind 1035 Hektopascal, nachts sternklarer Himmel und ein starker Wind dazu bei Minusgraden. Ich muss da raus. Ich weiß auch nicht. Obwohl einer gesprungen ist gestern Nacht, ein größerer Fisch sogar. Das hat mich eigentlich kurz mal ein bisschen motiviert. Aber... Und der Platz hat mich auch motiviert, aber... Und ich habe mir sogar gesagt, ich bleibe hier einfach sitzen jetzt. Ich sitze das hier aus, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Und heute Morgen habe ich mir gesagt, nee, vergiss es. Selbst wenn hier ein paar Fische da sind, sie fressen nicht oder sie essen nicht das, was du ihnen anbietest und nicht mit den Rigs und wie du auch immer angelst. Es funktioniert hier nicht. Geh woanders hin, da sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Und ja, geht's zum nächsten Platz. War schön hier. War geil und... Ich brauche den Fisch hier nicht unbedingt. Ich feiere das hier so ab, dass hier niemand ist. Also hier wird seit Wochen nichts gefangen. Und dann ist es arschkalt und dann ist hier auch niemand mehr da. Ich glaube, es sind 3, 4, 5 Angler am See. Und ich habe lieber meine Ruhe in Blank oder habe schwierige Bedingungen, als dass ich zu Top-Bedingungen sitze und um mich herum sitzen hunderte von Anglern. Trotzdem versuche ich noch einen Fisch zu fangen. Den ganz großen habe ich mir vielleicht sogar schon abgespinkt, aber einen Fisch will ich euch zeigen. Oh yes! War nur der Wind. Übrigens, den immer schön im Wasser sind. Darf es ja auch niemand zeigen normalerweise. Ich weiß, dass das Boot zu klein ist. Ich habe mein 330er auch verschenkt. Meine Kumpel in Not. So, und während an dem Platz davor dieser eisige Wind gepfiffen hat die ganze Zeit, hat man jetzt hier solche Buchten, da ist gar kein Wind. Ist nix. Die Sonne scheint da drauf
Und was will der Karpfen im Februar? Mehr als Wärme. Und Christian, erzähl, wie waren die ersten drei Nächte? Ja gut, drei Nächte hier, zwei Nächte nur geangelt. No Fisch. No Fisch? No Fisch. Außer Spesen nichts gewesen hier. Das ist halt Winterangeln. Was willst du machen? Die Route lag vielleicht zwei Stunden, egal. Der Move hat sich gelohnt, auch wenn jetzt der Wind drauf steht. Es war erst windstill, so wie geplant. Und wunderbares Krautfeld gefunden. Die Route drauf mit so einem Snowman, mit dem pinken Poppy und hinten drauf. Es läuft halt los nach zwei Stunden. Ich habe es gar nicht geglaubt. Hängt leider richtige Brocken dran. Schön fettes, altes. Runtergelottertes Ding. Mega. Wuhu! Oh, herrlich. So muss es sein. Ey. Ja. Mega. Scheiße, ich halt das Maul. Das ätzt brutal. Das ist echt super schade. Da hat halt irgendjemand irgendwann mal Scheiße gebaut. Aber diesmal ist ihm nichts passiert. Und ich mag ihn trotzdem. Lass mal schwimmen. Okay. Den alten Recken. Nichts aus. Na, geh mal duschen. Dir macht es nichts aus, ja? Ja. Papa, der sieht aus. Dringend Zeit für eine Dusche. War schon zu warm. So, kleines Resümee des Tages nach dem 22 Kilo Spiegler. Also war heute super warm, das Wasser schon auch angestiegen bis auf 8 Grad und sah gut aus. Die Routen nochmal so um die Mittagszeit gelegt, weil er bisher am Nachmittag kam. Aber war gar nichts, weder beim Christian noch bei mir. Hat leider überhaupt nichts mehr gebissen und jetzt fangen die Zweifel schon ein bisschen an, war der Fisch alleine. Das ist ein ziemlich kleines Krautfeld, wo ich ihn gehakt hatte gestern und jetzt kommen schon die Gedanken, ob man halt morgen nochmal einen Move macht.
bin mal gespannt. Nachts ist es bitterkalt. Es war also irgendwie um die minus 3 Grad. Und tagsüber hat es halt gefühlt irgendwie 15, 20 Grad. Diese Unterschiede, die sind auch echt enorm ermüdend. Komischerweise oder witzigerweise, wenn wir gehen, dann kommt eine mildere Phase mit dann auch ein bisschen Wind wieder. Temperaturen wieder nachts von 7 Grad. Also das minus 3, das ist schon heavy. Also dann kommt der Mond, der ist jetzt so Halbmond abnehmend. Wenn der hochkommt, dann ist auch ziemlich hell. Also irgendwie, man hört auch keinen Fisch springen oder irgendwas. Das ist wie tot, auch tagsüber. Also das ist wie tot. Also irgendwie war das ein Fisch, den ich halt wirklich direkt vor die Schnauze gelegt habe und der jetzt, so wie es aussieht, da entweder seine Kumpels sind abgehauen oder ziemlich alleine war. Muss man bis morgen, ich schätze mal die Morgenzeit vielleicht nochmal hier bleiben und dann vielleicht doch nochmal einen Move machen. Also ich, ja, so sieben Angeltage, da muss man schon ein bisschen Gas geben irgendwie. Da sollte man schon ein bisschen nochmal Druck machen. Aber es ist traumhaft. Also ist jeder Moment ist hier göttlich. Ich sitze ziemlich busy heute, da laufen ordentlich Leute vorbei. Morgen früh den ganzen Traktor wieder einladen und in die Mittagszeit. Und dann weiß ich nicht wohin. Das ist immer so das Geile, wenn man so einen Plan schon hat und dann nicht nur ein Ausweichplatz. Ja, so hatte ich halt jetzt im Prinzip zwei Plätze im Kopf, aber das ist halt echt zu wenig. Und jetzt muss ich mir einen aus den Rippen irgendwie schneiden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe schon einen anderen im Kopf, aber da sitzt man ziemlich viel im Schatten. Da habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf. Das ist auch so ein bisschen natürliches Angeln. Geht es nicht nur um Fische fangen, sondern es ist auch ein bisschen Urlaub halt. Oder es ist Urlaub. Und jetzt muss man noch eine gute Entscheidung treffen bis morgen. Aber ja, wird schon. So, also, seit Dienstag sind wir da. Sieht beschissen aus. Alex hat jetzt einen Fisch mit 22 Kilo. Den hat er da hinten im Krautloch rausgepickt. Bei mir sieht scheiße aus. Ich kriege keinen Flow. Weiß nicht warum. Ich angel an den Fisch vorbei. Morgen werden wir nochmal move. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Und dann schauen wir mal. Tight lines. Also, nach 5 Nächten Blank hat es doch noch funktioniert. Die Route ging krumm. Kleiner Spiegler. Entschneidert. Ich bin happy. Ja, cool. 5 Nächte Blank. Sind halt harte Bedingungen. Eiskaltes Wasser. Bodenfrost. Hat trotzdem noch eine Perle gefangen. Geil. Ist noch bitterkalt. Ich habe aber trotzdem schon mal die Vorfächer vorbereitet. Einfach aus dem Grund, weil ich heute nochmal moven wird. Ich habe so einen kleinen mentalen Fehler auch gemacht gehabt, dass ich mir gesagt habe, oh, das Wetter ist auch so schlecht, da geht wieder nichts. Und jetzt habe ich tatsächlich gedacht, oh, jetzt bleibe ich einfach sitzen. Hat ja ein guter Fisch gebissen, schon nach 2 Stunden. So, jetzt sind wir halt 36 Stunden weiter, also 34 Stunden nichts. Und Christian hat ja gestern Nacht gezeigt, zack, die Ruten einmal auch schön umlegen, also komplett umlegen. Haben gleich 2 gebissen, dass man halt immer einen Fisch fangen kann. Das ist ganz wichtig im Karpfenangeln. Du kannst immer einen Fisch fangen. Es ist Quatsch zu sagen, oh, ich brauche sowieso nicht moven, da beißt sowieso nichts gerade eben. Das ist völliger Käse. Es geht immer was. Deswegen werde ich heute nochmal moven. Wir haben nur 2 Nächte. So, das war jetzt die 5. Nacht. Es kommen nur 2 und ich habe noch für 2 Plätze ein Bauchgefühl. So, nachdem ich jetzt auf den Platz gegangen bin, wo ich eigentlich wollte, kam gar kein Bauchgefühl auf, war total Algen, bin zum Weg zurück, ganz spontan hier gelandet, die Scheiße gerade aus dem Boot geschmissen und das jetzt erstmal
die Routen legen. Grüße gehen raus an Stefan. Der hat nämlich Schokolade für mich gemacht. Wie gemeint, ein Stück ist gut, zwei sind besser. Ich glaube, wir brauchen mal eins erstmal. Schmeckt geil. Alles drauf. Schmeckt so gut. Ist so. Immer das Gleiche. So, dazu gibt es die letzten zwei Scheiben Brot. So, ist der letzte Abend. Ich habe die 77 Sachen noch mal ins Boot geladen. Bin immer eine Stelle, wo ich schon mal ein ganz nettes Krautfeld gefunden hatte, das so in der Gegend einzigartig ist. Irgendwas hat mir gesagt, probier es noch mal aus. Ich habe auf den Mittagsbiss, ist eigentlich schon gehofft, auf Nachmittagsbiss. Ich bin hier so, ich glaube, an einer Stelle 11, 12 eingepackt und hier lagen die Routen wieder um 2. Und nachmittags war jetzt noch nichts. Mal gucken. Gestern Nacht ja noch einen Fisch gehabt, einen kleinen Spiegler.
Und ja, jetzt kann man schon langsam anfangen, ein bisschen loszulassen. Also nochmal moven kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist schon durch, das Thema. Und jetzt ist es eigentlich nur noch genießen. Es war wunderschön heute. Heute war der wärmste Tag. Ich habe hier so einen ganz windgeschützten Platz. Bin den ganzen Tag in der Unterhose rumgelegen. War traumhaft, wirklich. Und heute eigentlich, gestern und heute richtig runtergekommen, richtig, richtigen Frieden gefunden. Ja, und es war wieder richtig schön. Ich liebe dieses Stück Erde und muss man auch um jeden Preis, muss man das schützen. Und auch wenn so ein Video Leute anzieht, dann vielleicht kann man irgendwas rüberbringen für die Essentials. Einen Platz sauber hinterlassen, einen kleinen Spaten dabei haben für die Notdurft und sich nicht aufführen wie im Camping, sondern beim Angeln halt, leise. Und nach den Fischen schauen, dass denen nichts passiert. Sacken ist verboten, zum Beispiel. Hier, ja. Wenn man sich an gewisse Regeln hält, dann geht es hier, glaube ich, noch eine Weile weiter. Ich bin komme jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren her, ein bisschen länger, glaube ich. Damals mit meinem guten Kumpel Ruppi. Und damals gab es diese großen Fische noch nicht. Da waren es ja noch Schuppis bis 18, 19 Kilo, waren für uns damals riesig. Waren groß genug. Große Fische, 1 Meter lange Fische. Und seit jetzt aber die großen Spiegler hier drin rumschwimmen, ist natürlich schon wieder richtig was los. Früher waren hier nur die Connoisseurs, sage ich mal. Die Leute, die halt dieses Stück Land geliebt haben. Und denen es dir egal war, ob das 18, 19 Kilo Fische waren hier oder die Big Fish Boys, die waren am Cassiar. Klar, die waren am Cassiar. Die Fische gab es hier nicht. Und jetzt gibt es die halt. Und es kommen sehr, sehr viele, aber es ist halt auch einer der wenigen Orte, wo man halt wirklich auch in Ruhe gelassen wird, wo man seine Passion gar komplett ausleben kann. Und das müssen wir auf jeden Fall bewahren. Ja. Oh, ist herrlich hier. So. Das ist immer der harte Moment. Das ist immer der harte Moment. Puh, oh, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das tut immer weh. Ich mache mal die nächste Route, die am dichtesten liegt. Das ist immer der harte Moment. Die lagen so gut. Eine Schleie hat er gezuppelt. Habe ich gefangen, besser gesagt, gestern Nacht. Aber das war's auch. Mann, ey. Dachte, da geht noch mal was. Jetzt ist doch schwierig zu gehen. Also ein Langzeit-Gypsy ist ja eine Woche auch nicht so lang. Die hatte ich so eine große Hoffnung hier. Die lag da so sexy. Und wer weiß, vielleicht wäre da heute noch was gegangen. Wer weiß. Vielleicht war der Move auch unnötig. Weil der Platz gestern war auch schon so heiß. Naja. Nein, ist mir immer schlauer. Nein, denkt man immer, da hätte mehr gehen können. Hätte aber auch viel weniger gehen können. Viel weniger hätte er gehen können. Aber schön eng hier wieder.
geht. So, Chico, was meinst du? Oh, was meinst du, Junge? Hoppala. So. Der letzte Morgen und der Christian hat tatsächlich noch einen Einpackfisch gefangen. Wir haben zwar mir nur eine Schlei gehabt gestern Nacht und er schon heute Morgen geschrieben, oh, jetzt scheiße geangelt. Oh, hat da gerade eben einen rausgezottelt und hat gemeint, dass der so 19 bis 20 Kilo hat. Dann schauen wir uns jetzt nochmal an, dann gibt es doch nochmal ein bisschen Fischleim und Haut zu sehen am Ende des Videos. Das ist doch schön. Also, das war die letzte Nacht. Heute Morgen um 8 Uhr lief noch einer ab. Der Einpackfisch. Geiles Teil. Ja, mit Blitz. Richtig cool. Ey. Aber schwere Bedingungen, eiskaltes Wasser. Die Fische sind nicht wirklich aktiv, aber trotz allem konnte man noch ein paar fangen. Mitunter diese geile Perle hier. Wie schwer ist er denn eigentlich? 20, ein bisschen was über 20 Kilo. Mega. Geil. Mega. Einfach nur geil. Also, minus 1,8 oder was? Hau 1,7. Dann sind es 21 Kilo. Also, top. Geil. Mega. Cool. So, Job done. Finish. Fahr mal heim, hä, Alex? Ja. Reicht. Genug. Ja, reicht noch nicht, aber. 5 Stück rasiert. Immerhin.